Nur ein Meter? Ich glaube, wir brauchen aber länger, oder? Wäre besser, ne? Wäre gut. Dann brauchst du noch ein Verlängerungspermit. So, krass. Gerade einen eingestellt. Kamikaze. Obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir wollen keinen mehr Kamikaze einstellen. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl und ja, das wird klappen. Auf jeden Fall, ich bin zuversichtlich. Cooler Typ, hat von Social Media echt Plan, kann sich verkaufen und der wird demnächst helfen, Strategien mit auszuarbeiten, aber auch Social Media Gas zu geben, sowohl für uns als auch für unsere Kunden. Und ja, ich bin gespannt. Aber wir haben ein anderes Problem gerade. Wir wollen es kaum aussprechen. Wir haben ein Platzproblem. Ja, wir hätten alle nicht gedacht, dass wir so schnell unsere Räume wieder voll bekommen. Und von daher war das Ziel eigentlich, okay, man denkt irgendwann nächstes Jahr darüber nach, irgendwie noch die Etage da drüber dazuzunehmen, 1300 Quadratmeter. Aber irgendwie gefühlt brauchen wir das schon morgen. Und von daher haben wir jetzt auch schon angefangen, Gespräche zu führen mit dem Vermieter, um darüber nachzudenken, okay, was machen wir jetzt? Ziehen wir oben rein? Oben muss noch umgebaut werden. Das dauert natürlich auch alles Zeit. Es gibt noch eine andere Option, einen anderen Komplex, wo wir rein können. Und da ist auf jeden Fall schon alles eingerichtet, mehr oder weniger. Man könnte erstmal einziehen, aber da ist auch noch richtig viel Platz, um die Sache auszubauen. Das sind knapp 10.000 Quadratmeter, die einem irgendwie, glaube ich, langfristig zur Verfügung stehen würden. Ich glaube, 10.000 ist auch erstmal eine Nummer, die man voll machen muss. Ja, aber irgendwie geht das alles bam, 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 ziemlich schnell und ja, jetzt gilt es wieder Entscheidungen zu treffen und das Thema Immobilie echt nochmal wieder voranzutreiben. Die Mitarbeiter sagen, ja, ist gar nicht so schlimm, wir haben uns noch gar nicht eingelebt hier, von daher ist es nicht so schlimm, wenn es weitergeht. Echt krass. Ein Termin wurde gerade abgesagt. Ich muss später noch mit Mitarbeitern über ein paar Kunden sprechen und dann habe ich heute noch einen Termin mit zwei potenziellen Partnern, wo man überlegt, eine Plattform hochzuziehen. Aber das ist erstmal geheim. Man darf nicht zu viel verraten, wenn es früh ist. Ja, das wird so mein Tag sein. Mal gucken, was gleich noch so alles reinscheppert. Habe jetzt gefühlt erstmal ein bisschen Hashtag Downtime, so wie wir bei uns sagen, weil, wie gesagt, der Termin abgesagt wurde. Aber naja, die To-Do-Liste oder Erfolgsliste ist lang und an der wird jetzt weiter gearbeitet. Ich wollte nur mal kurz meine Gedanken sortieren und das kann man, wenn man einfach redet, auch mit sich selber. Und Immobilie ist einfach das Thema gerade schon wieder. Puh.